Ich habe keine mehr von dieser Frage. Ich glaube, wir könnten loslegen. Hast du jetzt Fragen zum Loslegen? Wo wäre die erste Frage, wenn wir jetzt überlegen, Aktien investieren? Also es wird ja, ich gehe mal davon aus, dass es wird doch eine entscheidende Bedeutung haben, welche Aktien das man auswählt. Also ich kann jetzt mir eine Branche vorstellen, sagen, innerhalb von dieser Branche möchte ich irgendwo in eine Firma investieren, eben die 2000 Franken. Das ist meine Hauptfrage, welche Aktien wähle ich dort aus? Und was sind meine Tools oder was sind Möglichkeiten, spielt es überhaupt eine Rolle? Spielt natürlich eine grosse Rolle, weil die Aktien sich sehr stark bewegen. Mhm. Die Aktie, die du dann ausgewählt hast, die wird sich stark bewegen. Oder sogar wenn sie sich nicht gross bewegt, haben sich andere, die du nicht ausgewählt, stark bewegt. Und dann hast du eigentlich immer einen Grund, entweder zu sagen, das ist eine super Sache oder das ist eine schlechte Sache. Auf jeden Fall gibt es meistens noch andere Aktien, die noch besser sind, wenn man das im Nachhinein anschaut. Oder? Also von dem her, es ist tatsächlich sehr wichtig, welche Aktien du auswählst. Wie wählt man jetzt Aktien sinnvoll aus? Wenn du willst, viel Geld verdienen im Leben, dann musst du dich auf etwas fokussieren. Du hast dich jetzt fokussiert, du bist ein Osteopath. Du gehst jetzt nicht an und bist gleichzeitig noch etwas anderes. Sondern du sagst, ich mache jetzt genau das sehr gut und dann hast du einen Erfolg und dann kannst du auch überdurchschnittliche Renditen erwarten. Immer dann, wenn man sich auf etwas fokussiert, besteht die Möglichkeit, dass man auch viel mehr Geld verdient. Also wenn du dich auf eine Aktie fokussierst, besteht die Möglichkeit, dass du wirklich sehr viel Geld verdienst. Das Problem ist nur, dann ist das Risiko am grössten. Jetzt in deiner Praxis hast du das relativ gut unter Kontrolle, weil du 8 Stunden am Tag dich anstrengst, dass deine Praxis gut läuft. Wenn du aber Aktien auswählst, hast du eigentlich keine Kontrolle. Das machen ja alles andere Leute. Du bist total angewiesen auf andere Leute. Und dann gibt es eigentlich 2 Möglichkeiten. Entweder du befasst dich ganz, ganz intensiv mit diesen Aktien und bist in der Lage, so ungefähr herauszufinden, welche Aktien wirklich überdurchschnittlich rendieren könnten. Oder du sagst dir, ich weiß es nicht, welche Aktien überdurchschnittlich rendieren. Ich habe das Gefühl, das ist sehr schwierig vorherzusagen. Ich bin nicht der Einzige, es sind ja hunderttausende andere, die genau das Gleiche versuchen. Und die Aktien, die dann alle das Gefühl haben, sind eine gute Aktie, die werden dann auch entsprechend teuer sein, oder? Weil ja die alle gekauft werden von den Leuten. Da gibt es eigentlich nur noch eine Alternative, wo man sagt, man kauft nicht nur eine Aktie, sondern man verkauft einen ganzen Korb, nennt man das, einen ganzen Korb von Aktien. Also ein Dutzend, 2 Dutzend Aktien, vielleicht sogar 3 Dutzend Aktien. Und dann ist die einzelne Aktie schon immer so wichtig. Das ist etwas ganz Wichtiges, was du im Kopf halten musst. Und das ist auch das, was du mir jetzt würdest empfehlen, im ersten Schritt zu machen? Oder sagst du, nein, jetzt, bei diesen 2000 Franken setzt du gescheiter eben das Geld in eine Firma, also in eine Aktie. Und, Also mit 2000 Franken kannst du ja nicht in 30 Aktien investieren. Ja. Das wären einfach zu kleine Teile. Ja. Da gibt es eine Möglichkeit, man kann einen Fonds kaufen, da haben wir schon darüber geredet, da hat es gewisse Nachteile bei diesen Fonds. Da kann man auf unsere Webseite gehen. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht im Detail erzählen, wir wollen ja direkt investieren. Das heisst, du bist gezwungen, in wenige Aktien zu investieren. Ja. Bei 2000 Franken, ich glaube, mehr als eine, vielleicht 2 Aktien ist machbar, aber 1 Aktie ist vermutlich vernünftig. Und wenn du eine Aktie kaufst mit diesen 2000 Franken, ist es so, dass die tatsächlich an plus minus 50% oder minus 50% und plus 100% schwanken. Ja. Mit relativ grosser Wahrscheinlichkeit. Das heisst, du wirst eine grosse Wertveränderung sehen. Was du aber dabei solltest berücksichtigen, ist Folgendes. Du investierst ja nicht nur einmal. Du hast nicht nur den Betrag, den du heute investierst, sondern du wirst in 4 Monaten vielleicht nochmal 2000 Franken haben zu investieren. Und dann in 8 Monaten nochmal. Und du wirst auch nächstes Jahr wieder einen Betrag investieren und übernächstes Jahr. Und wenn du deinen ganzen Sparplan so anschaust und dir sagst, über die nächsten 10 Jahre werde ich vielleicht 20 oder 30 Mal die 2000 Franken investieren, dann schwankt dein gesamte Volumen viel weniger. Das ist viel weniger. Aber also ich wähle jedes Mal eine andere Aktie aus, oder? Würdest du mir empfehlen, auch wieder auf die gleiche Aktie zurückzukommen? Ich empfehle dir, dass keine Aktie eine zu hohe Bedeutung hat für dein Gesamtportfolio. Mhm. Je mehr Bedeutung sie hat, desto mehr bist du drin, dass du sagst, ich setze auf ein Pferd. Mhm. Und desto besser musst du es verstehen. Mhm. Wenn du die Sachen nicht so gut willst verstehen, dann lohnt es sich, auf mehrere zu verteilen. Und am Anfang würde ich sagen, kaufst du immer wieder eine andere Aktie. Mhm. Irgendwann mal kann es sein, wenn du schon 20 Aktien hast, dass du sagst, du willst wieder eine kaufen von denen, die du schon gekauft hast. Mhm.
die ist vielleicht runtergefallen und du hast das Gefühl, es ist jetzt extrem günstig. Ich will wieder. Genau, sie wohnt wieder. Du kaufst ja. Mal etwas drauf. Ja, auf jeden Fall.